Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Ich stehe mit meinem Auto hier vorm Action und ich nehme dich jetzt gleich mit rein. Wir müssen mal gucken, wie viel los ist, weil ich habe immer so ein bisschen das Pech, dass wenn ich im Action bin, ist es leer, dann hole ich meine Kamera raus und will filmen und dann geht irgendwo eine Dose auf und es sind 1000 Menschen um mich rum. Also wir schauen jetzt mal, wie das funktioniert und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Im Anschluss an diese kleine Tour zeige ich dir natürlich nochmal ganz detailliert, was ich mir alles gekauft habe. Also viel Spaß dabei!
wir sind jetzt wieder an meinem Schreibtisch und ich zeige dir jetzt, was ich Schönes gekauft habe. Ich mache den Haul jetzt in zwei Teilen und nächste Woche verrate ich dir auch, warum ich das mache. So, wir starten mit Sprühkleber. Ich habe mir hier mal diesen Sprühkleber gekauft, weil ich das einfach mal versuchen wollte, mit dem Sprühkleber Stoff auf dem Cover zu kleben. Dann habe ich auch bei dem einen oder anderen gehört, dass die ihre Schablonen ein bisschen mit dem Sprühkleber besprühen. Dann halten die besser und rutschen nicht so sehr. Das muss ich einfach mal probieren. Dafür habe ich mir hier den Sprühkleber mitgenommen. Die Preise blende ich dir einfach ein, weil wenn ich sie jetzt raussuchen muss, es braucht zu lange, bis ich das alles rausgesucht habe. Und deswegen Preise blende ich dir ein. Also hier einmal Sprühkleber. Dann habe ich hier einmal diesen Tacky Glue gekauft, weil ich da auch mal schauen möchte, wie der so ist. Momentan habe ich ja immer den von VBS. Mit dem bin ich total zufrieden. Aber ich möchte mal schauen, ob der vielleicht genauso gut ist. Und auch für den Stoff habe ich hier noch Textilkleber mitgenommen, falls das mit dem Sprühkleber nicht so recht funktioniert, dass ich da noch eine Alternative habe. Dann habe ich die hier entdeckt und die fand ich ja mal mega süß. Das sind so riesengroße Clips. Einmal in Gold und einmal hier in Mattschwarz. Die fand ich total dekorativ. Deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Insgesamt hast du 4 goldene und 4 matte dabei. Dann habe ich mir hier dieses kleine Stativ gekauft. Ich dachte mir, naja, ob das was bringt. Eigentlich wollte ich so eins mit so Biegefüßchen haben, aber das hatten sie leider nicht. Also dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Das hat jetzt irgendwie 1 Euro noch was gekostet. Ich hatte vorhin auch schon mal kurz das Handy drin, also es hält überraschend gut. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das damit gedacht habe. Wo wir jetzt gerade bei der Deko sind, habe ich mir das dann noch gekauft. Das ist aus Metall. Das ist so ein schwarzes Palmenblatt und zwar auch zu Dekozwecken. Finde ich das total hübsch. Und dieses hier noch, das sind 40 LEDs an einem Juteband und das war irgendwie auch gerade in der Werbung für 99 Cent. Demnach wollte ich das einfach noch mitnehmen, weil ich mag einfach so kleine Lämpchen. Und jetzt, wo noch nicht wirklich Frühling ist, sondern eigentlich noch Winter, sind diese Lämpchen immer noch total super. Dann habe ich mir Stoff gekauft und zwar diesen hier, der ist 70 x 100 cm mit diesen süßen Blümchen, auch ein ganz schöner Grünton. Dann habe ich so Storage Boxen gekauft, die haben 2, 4, 6, 8 Kammern. Da will ich versuchen, dass ich mir ein paar von den Nuvo Dots, also einfach so Farben, die ich immer hernehme, schon auf Vorrat mache. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich habe auch das Gefühl, bei den Vintage Drops, selbst wenn die ausgetrocknet sind und irgendwas liegt drauf, werden die platt. Ob das bei den normalen Nuvo Drops auch so ist, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und deswegen will ich es mal versuchen, so ein paar gängige Farben, weiß auf alle Fälle, mal auf Vorrat zu machen, dass ich dann gleich schon was habe. Dann hatte ich dir ja bereits in meinem Teddy-Haul gezeigt, dass es beim Teddy ganz tolle Stifte gibt, die sich so ganz, ganz toll anfühlen. Und zwar sind es diese hier. Da kosten 2 Stücken Euro. Und dann habe ich den Action-Haul von der lieben Nicole vom Kanal Very Important gesehen. Und die hat lustigerweise genau das gleiche über die Kugelschreiber vom Action gesagt, wie ich schon über die vom Teddy gesagt habe. Dass sie sich so toll anfühlen und überhaupt. Deswegen habe ich mir die jetzt auch mal gekauft und es ist tatsächlich genau das gleiche. Sie fühlen sich tatsächlich genau gleich an und es ist so schön, dieses Gefühl. Demnach habe ich jetzt ein paar mehr davon und natürlich die vom Action sind natürlich auch noch günstiger als die vom Teddy. Dann gab es für mich wieder ein bisschen Verbrauchsmaterial und zwar Foam Tape, doppelseitiges Klebeband, Kartenrohlinge in 15x15 in weiß mit den entsprechenden Kuverts dazu und dann noch hier die normalen Kartenrohlinge in ganz normalen DIN A6, ebenfalls mit passenden Umschlägen. Dann habe ich das da hier entdeckt, ein Paper Craft Set. Und zwar bin ich mit meinem December Daily immer noch nicht wirklich vorangekommen. Und da dachte ich mir, ich nehme mir das mal mit. Dann kann ich das dann noch so ein bisschen aufpimpen damit. Und vielleicht schaffe ich es vor dem nächsten Dezember, das noch fertig zu kriegen. Ich glaube es zwar nicht, aber jetzt habe ich schon mal ein bisschen Material noch dazu. Und vielleicht schaffe ich es dann doch noch. Dann ebenfalls nochmal ein paar Pinsel. Die kaufe ich ziemlich häufig, weil ich die für alles Mögliche hernehme.
Deswegen kann man die, denke ich, immer mal wieder gebrauchen. Weil ich habe mir zum Beispiel auch überlegt, wenn ich den Stoff mit dem Kleber kleben möchte, muss ich das ja auch irgendwie verstreichen. Und ich glaube, wenn der Pinsel einmal mit Kleber in Verbindung gekommen ist, kann man den danach wegschmeißen. Demnach hier nochmal eine Packung von den Pinseln. Und dann habe ich mir noch das da hier gekauft. Das sind das zwei Glitzer-Sticker-Bögen. 13 x 25 cm sind die groß. Die sind anscheinend schon mit Kleber versehen. Also hier wie so ein Sticker. Und da kann ich mir vorstellen, können wir ganz schöne Details einfach noch machen. So, das war der erste Teil meines Action Hauls. Den zweiten Teil zeige ich dir jetzt. So, wir starten mit dem zweiten Teil des Action Hauls. Und jetzt musst du ganz, ganz aufmerksam sein. Den musst du dir ganz aufmerksam angucken. Wie gesagt, warum, sage ich dir nächste Woche. Aber schau dir die Sachen sehr, sehr gut an. So, den, wie gesagt, zweiten Teil starten wir mit diesem Design-Pad, was Happy heißt. Finde ich wunderschön. Die Farben sind wirklich so schön. Die schreien schon Frühling, aber wahrscheinlich kommt vorher nochmal der Winter. Also, wir schauen uns das jetzt hier mal kurz durch. Also, er ist wunderschön. Die Farben sind ganz, ganz toll. Hier mit so Blüten, ganz einfach gestreift. Hier mit ganz, ganz vielen Blumen. Daraus lässt sich ganz toll ein One-Sheet-Wonder machen. Da verlinke ich dir gerne mal mein Video hier oben in der Infokarte. Da habe ich schon mal eins dazu gemacht. Aber auch mit diesen Blumen lässt sich das super, super machen. Ein ganz, ein schöner Block. Ich denke auch, dass man daraus super ein Mini-Album machen kann, weil die Farben sich immer wieder wiederholen. Es ist richtig schön Frühling. Und hier fängt der Block wieder von vorne an. Dann habe ich noch einen Block. Und zwar dieser kleine hier, der heißt Happy Summer. Und der passt richtig toll dazu. Auch den können wir uns kurz mal angucken. Ich weiß nicht, ob das neu ist bei Action. Hier haben wir hinten immer noch so kleine Tags, die wir noch ausschneiden können und mitverwenden können. Du siehst es hier, jedes Blatt ist 5-mal, glaube ich, dabei. 5-mal, genau. Ja. Und hier auch Herzchen für den Valentinstag, perfekt. Dann hier so Striche, auch wieder Blumen, Bögen. Und das war's für den Block auch schon. Und dann habe ich noch diesen hier mitgenommen, der heißt Hey Lovely. Auch wunderschöne Farben. Hier haben wir auch wieder diese kleinen Bilder, die wir natürlich super integrieren können. Dann hier gestreift, dann hier am Meer. Blumen, wohin das Auge reicht, Herzchen. Hier wieder ganz viele Blätter, hier wieder Streifen. So, also die zwei passen besser zusammen wie der, wobei ich auch den richtig schön dazu finde. Dann geht es weiter mit diesem Glitzerband und zwar ist es hier ein ganz normales Band, das ist jetzt kein Stretchband, sondern ganz normales Band, was so richtig schön golden glitzert. Dann hier ein Bogen von diesen zwei verschiedenen Goldglitzer-Stickerbögen. Dann hier ganz schön farblich dazu passend habe ich dieses Band gekauft. Und zwar sind es 8 Farben, jeweils 8 Meter. Dieses hier. Natürlich nicht unbedingt für den Kreuzstich geeignet, sondern vielleicht auch für Bindungen. Dann auch hier eine Rolle doppelseitiges Klebeband. Dann hier ein Päckchen Stoff. Und zwar auch wieder 70 x 100 cm mit diesen schönen Federn. Dann habe ich gekriegt ein Cutting- und Embossing-Folder mit diesen Herzchen. Und der Folder prägt dir natürlich die Herzchen. Und dieses hier schaut mir so aus, wie als würde der das natürlich auch noch schneiden, was ich super interessant finde. Und es ist natürlich für Valentinstag wirklich perfekt. Dann hier noch ein Stempelset mit Blümchen. Das fand ich auch total schön. Du hast hier die Blümchen einmal groß, einmal in klein. Und da lassen sich richtig tolle Projekte damit machen. Ich mache das ja auch immer mal wieder, dass ich Blümchen stempel, koloriere und dann einfach auf die Karte setze. Also Blumen, finde ich, gehen immer. Und zu guter Letzt habe ich hier noch den Circle Cutter gekauft.
Da habe ich jetzt schon ganz viele Videos dazu gesehen. Da sind die Mädels und Jungs begeistert von diesem Teil. Deswegen habe ich das jetzt auch gekauft. Ich werde das mit dir nicht testen, aber wie gesagt, das hat einen ganz speziellen Grund. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du hinterlässt mir dein Abo, falls du das noch nicht gemacht hast. Und wenn du die Glocke aktivierst, wirst du kostenlos über jedes weiterfolgende Video informiert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!